Was eigentlich, wo die Christina ist? Keine Ahnung. Hast du die Christina gesehen? Wo ist die Christina? Such. Sie ist auf jeden Fall immer noch da. 10 Jahre nachdem sie durch Starmania schlagartig berühmt wurde, hat Christina Stürmer gerade ihr 6. Album Hör auf dein Herz veröffentlicht. Von Depression, wie bei vielen ihrer Kollegen, ist bei der sympathischen Oberösterreicherin keine Spur. Für mich war halt einfach die Castingshow war das Sprungbrett. Und man muss sich halt schon klar sein, dass wenn man bei einer Castingshow mitmacht, dass es halt eine Unterhaltungssendung ist. Und dass man nicht damit rechnen kann, dass man nachher reich und berühmt wird und da auf Welttournee geht. Es war halt bei mir, muss man gestehen, dadurch, dass die erste Staffel war, war alles nur so frisch. Also auch die Kandidaten, es war alles so, ja, da war nichts irgendwie gestört. Und das kommt mir halt jetzt teilweise so vor, also gerade in Deutschland bei den ganzen Castingshows, dass es, wer hat die schlimmste Geschichte zu erzählen und wie verkaufe ich mich am besten? Und das merkt halt das Publikum zu Hause, dass es einfach nicht echt ist. Und prinzipiell finde ich aber Castingshows, also ich würde heutzutage nicht mehr daran teilnehmen. Aber für mich natürlich damals erste Staffel, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, dann würde ich da wieder mitmachen, weil ja, ich sitze ja noch immer da nach 10 Jahren und kann noch immer ein Album aufnehmen und die Leute kommen zu den Konzerten, also das macht Spaß. Da die Millionen Lichter, siehst du sie nicht, Millionen Gesichter, wie du und ich. 10 Jahre im Musikgeschäft haben Stürmer verändert und dabei ist sie vor allem als Musikerin gereift. Man wächst halt einfach immer mehr und mehr rein. Jetzt schreibe ich bei den Songs mit, das war halt damals beim allerersten Album bei Freier Fall nicht der Fall. Und das ist natürlich der große Unterschied. Denn das neue Album ist ja noch so frisch, dass es irgendwie jeder einzelne Song so ein bisschen der Lieblingssong ist, weil man mit jedem ein bisschen was verbindet. Am ehesten hat einfach noch der Titelsong sozusagen, ich höre auf mein Herz, weil das einfach alles so gut beschreibt, einfach eben, das ist der Albumtitel, es ist wie so ein Leitsatz für mich, das ist Herz hören und es ist ein Song, wo ich selber mitgeschrieben habe und deshalb ist es einfach jetzt, also wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann ist es der. Abseits des hektischen Tourlebens ist Christina alles andere als ein Rockstar und ist mit Vorliebe im eigenen Garten anzutreffen. Ne, für mich ist es einfach dadurch, dass wir einfach viel unterwegs sind. Wir Konzerte, Interviews, es ist immer so bunt, dass man einfach, wenn man nach Hause kommt, einfach auch diesen Rückzug braucht vor allem. Einfach diese 4 Wände, wo man die Tür zumachen kann und zur Ruhe kommt. Das ist mir halt sehr, sehr wichtig, damit ich einfach wieder die Energie habe und die Batterien aufladen kann, sozusagen, wenn es dann wieder losgeht auf Tour. Und da ist es halt einfach im Garten, habe ich halt einfach für mich entdeckt, dass mir das total entspannt und eben das Haus und der Garten, klar, es klingt vielleicht ein bisschen bieder, aber für mich persönlich ist es das einfach nicht. Das ist für mich der Ausgleich zu dem ganzen Trubel, der sonst halt so läuft. Was willst du die ganze Zeit? Geschlafen, weil ich ein bisschen müde war. Mach mal die Mucke an, bitte.